Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum Voucher und mit unserem Bömbler. Schön, dass ihr da seid. Auto wird lackiert. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Ich habe mir mal verschiedene Muster angeschaut. Aber bevor ich heute wieder umfliege beim Lackieren, würde ich dem Herrn Bömbler erstmal kurzerhand ein paar Sächelern ausziehen. Er hat nämlich auch gerade gesagt, ihm ist warm wie Sau. Hier, dann ziehst du die Buchs noch aus und kannst du mal barfuß lackieren. Und die Mütze, Bömbler, zieh die Mütze auch aus. Und die Tarnjacke, Digga. Wir fahren ja aber heute Gott sei Dank hoch ins Schnee, in Richtung Schneegebiet. Da ist deine Kappe, die kannst du auch noch ausziehen. So, und zwar einmal dieses Muster hier. Warte mal, ich nehme schon mal eine Büchse in die Hand. Ich sage euch gleich, welche Farben ich geholt habe. Das ist das Gelb, das wir gestern geholt haben. Das gefällt mir nicht so gut. Die Splinter, das sind solche Farbflecken, vier verschiedene Farben. Und dieses Starburst hier. Und ich glaube aber fast, das Starburst, das sieht etwas geiler aus. Deswegen mache ich es hier einmal weg. Und die gelbe Farbe ist auch hinfällig. Jetzt pass auf, ich habe uns geholt Cold Cyan, oder ja, Cyan wird sich, glaube ich, sprechen. Das müsste so ein blau-grüne Farbe sein. Wahrscheinlich Cold, also dass es ein bisschen eine Leuchtkraft hat, hoffe ich. Dann habe ich Lime Green, in der Hoffnung, dass wir so ein bisschen giftige Farben reinkriegen. Fire Engine Red, da hoffe ich einfach, dass das verbleichte Rot nicht mehr so ist. Und Hazy Purple Paint, das habe ich, da habe ich keine Ahnung, was das sein wird. Das probieren wir. Ich würde sagen, wir probieren auch schon mal das Hazy als allererstes. Nehmen den Starburst und machen in der ersten Farbe vom Starburst. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Das wäre die erste Farbe, die ich drauf machen will. Dann haben wir die zweite Farbe, dieses Grün-Blau. Wenn das so ist, wie ich denke, das wäre dann... Oh nö, das ist was ganz anderes. Ach, das war das Fire Engine Red. Okay, okay. Okay. Das hier war das, wo ich probieren wollte. Dann nehmen wir das als dritte Farbe. Das sehen wir ja dann gleich. Boah, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann aber sein, dass ich dann nochmal schwarz hole statt dieses Rot. Okay, das ist geil. Das soll ja so ein bisschen giftig aussehen. Das ist ja unser... Und da hoffe ich jetzt auch drauf, dass das so ein Limettengrün ist, so ein krasses, als vierte Farbe. Ja, wir müssen allerdings schwarz holen. Wenn wir da jetzt schwarz reinmischen statt rot, dann haben wir ein richtiges Extremauto. Komm, Bümble, zieh deine Schlappen kurz an, lauf nochmal vor. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein, um das Fire Engine Red... Jo, giftiger wird's nicht mehr, Leute. Giftiger wird's nicht mehr. Fire Engine Red kommt erstmal in der Bock. Fire Engine Red kommt erstmal in der Bock. Ich hoffe, dass ihr das im Spiel rausfliegt. Hat gerade gezuckt. Zwei Dosen schwarz noch kurz gekauft, Leute. Schubdubidu, schubdubidu. Ich muss mir nur die Farbrichtung merken. Am besten schreibe ich es mir auf, weil wir haben ja noch eine Tür offen. Und ich will ja die Tür nicht kaufen. Da bin ich immer jetzt zu fein dafür. Da bin ich mehr oder weniger halt Sammler. Ne? So, jetzt ist die Frage Snow White, Velvet Grey, Chocolate, Blue, Grey, Blue, Green, Urban. Es gab doch schwarz, ne? Oh, die giftigen Farben sind geil. Galaxy Blue. Galaxy Blue, aber wir haben nur vier Farben. Galaxy Blue ist bestimmt auch nicht schlecht. Engine Red, Brown, Yellow, Red, Green, Orange, Urban, Green, Grey. Ey, was ist das? Der Hammer, wie viele Möglichkeiten man hat. Hier ist sie. Zweimal die schwarze noch. Ne, zweimal. Zweimal. So. Oder ich lasse das einfach hier so drin, bis wir die Tür haben. In der Farbreihenfolge hätte ich es gern, gell, habe ich gesagt. Das hier ist die Limette. Geil, freue ich mich jetzt. Bunt poppig, so muss sein. Das ist unser Bömbilein. Guck mal, wie er auch rennt, weil er sich freut. Und weil es ihm jetzt nicht mehr so warm ist. Hey, wir gehen auf 300 Ruhmespunkte zu. So, das heißt, das Feuerrot kommt jetzt weg. Wird getauscht gegen das Schwarz. Ich hoffe natürlich, dass es gut aussieht. Black auf die 2. Ja, das ist eine richtige Farbexplosion. Das passt zum verstrahlten Gebiet. Gut, also nochmal für mich, dass ich es einfach so habe. Die 1er Farbe ist Hazy. Die 2er war Black. Weißt du, dass es nachher einheitlich aussieht. Die 3er war dieses Cold. Und die 4er war Limette. Gut. Und weil wir diesen Vorgang ja kennen, würde ich jetzt sagen, ich mache da einfach mal
Kurz eine kleine Blende, dass wir auch noch loskommen heute. Starburst. Doch, Starburst gefällt mir. Starburst gefällt mir. Zwei Farben nehme ich euch schon mal mit rein. Die habe ich jetzt aufgetragen. Und jetzt kommt gleich nochmal eine kleine Blende. Und dann erkennt ihr die. Oder dann bekommt ihr die volle Farbexplosion. Ich glaube, die hatten wir ja fertig, die Motorhaube. Dann käme hier. Da legt immer die Dings weg, wenn er irgendwas macht. So, jetzt dritte Farbe. Krass, Alter, krass. Jetzt mache ich das weiter. Dann habe ich noch unser Limettengrün, wie ich es jetzt nenne, drauf. Und dann haben wir eine Explosionsfarbkugel. Starburst. Starburst, verstrahltes Böckle. Also einfach halt mal die richtigen Farben, die richtig abgehen. Ne? So. Boah, ist das eine Farbexplosion. Gut, die Haube noch. Und dann gibt es die Blende zur letzten Farbe. Da bin ich mal gespannt. Es ist getan, Leute. Es ist getan. So sieht es jetzt aktuell aus. Oh, hier vorne, das habe ich gar nicht gesehen, dass du das hier auch noch painten kannst. Mache ich aber dann mit, sobald wir die letzte Tür lackieren. Da hinten war noch eine Stelle rot, die habe ich rausgemacht. Ich finde es total extrem geil halt. Okay, jetzt haben wir noch 5800. Wir sind hier, unser Ziel. Unser Ziel wird sein, dieses Gebiet. Und auf dem Weg hoch... Das geht ja schief, die Galine. Ist jetzt, glaube ich, geschnallt. Die guten Schuss. Sie ist mal nicht explodiert, Leute. Gut, unser Ziel wird Schneegebiet sein. Ich will morgen mit euch den Bunker dort angucken. Auf dem Weg hoch halte ich jetzt überall mal an. Wenn ich einen Wolfswagen sehe, hole ich euch dazu. Montier mal, lackier mal. Und eventuell machen wir noch eine Polizei. Oder aber den Airdrop, der müsste eigentlich bald runterkommen, weil ich war jetzt eine Weile schon im Spiel drin. Zum Lackieren. Jetzt fahren wir mal gemeinsam hier raus. Ich glaube, ich habe alles. Müsst mich schwer täuschen, wenn nicht. Es liegt nichts neben draußen. Ich habe keine Kisten verloren. Bambi fährt das erste Mal mit seinem aufgepimpten Böckle. Wir fahren raus östlich, ne? Ne, westlich. Ich guck mal. Guck dir das an. Das ist aber wirklich. Ich bin so gespannt halt, wenn wir in dem Gebiet sind dann, weil da ist ja auch eine andere Farbstimmung, glaube ich, ne? Ich freue mich voll darauf. Wir haben jetzt auch eine Kiste gerichtet, der Bömble und ich. Kann ich euch kurz zeigen? Ich glaube, da brauche ich gar nicht aussteigen, gell? Die wichtigste Kiste ist die hier. Da mache ich jetzt im Moment schon mal die Sammlung wie Seife. Und da kommen dann auch die ganzen Tapes rein. Da muss ich auch daheim natürlich nochmal gucken, wie viele wir daheim haben, ob ich dann noch welche kaufen muss. So, wie machen wir es denn als erstes? Ich habe natürlich heute den Fahrplan dabei. Ich würde auch die Tankstellen mitnehmen. Würde ich einfach sagen, wir tanken aber drüben. Wir tanken drüben in A3 das erste Mal. Ne, Anfahrt Tankstelle hole ich euch rein und bis dahin habe ich dann auch ein Gefühl, ob schon ein Airdrop runtergekommen ist oder nicht. Habe ich fast vergessen. Wir haben ja unsere Ranger-Lichter verloren. Da vorne steht einer. Den habe ich jetzt gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Den würde ich gleich mal die Lichter rausbauen. Damit unser Ranger natürlich jetzt nicht vernachlässigt wird. Hier, das wäre doch jetzt geil, wenn man den Wohnwagen ziehen könnte, oder? Das wäre doch eine Nummer. Hier habe ich so im Augenwinkel gesehen, der Gudele. Oh, Bömble. Den haben wir noch, Gott sei Dank. Nur die Lichter. Hintere Lichter haben wir auch noch. Jetzt macht er wieder irgendwas weg, ne? Ne, beide Lichter haben wir. Könnte man fast davon ausgehen, dass er einen Motor hat, ne? Ich guck mal rein, dann würde ich die Lichtmaschine mitnehmen. Ne. Die Rücklichter zum Verkaufen. Jo, wenn wir schon mal da sind. So. Und so, mein Freund. Sehr schön. Da habe ich jetzt gedacht, da halte ich kurz an, das lohnt sich. Wir sind aber noch nicht mal über die Brücke drüber, ne? Wo steht denn mein Bock? Ach, da oben. Ey, das Auto macht richtig Laune. Ich bin noch am Überlegen, ob ich, also wenn wir jetzt statt Lila Weiß noch reinnehmen, oder sag ich mal, ja, wir müssen mal gucken, das Purple gefällt mir nicht ganz so gut, obwohl es eigentlich gerade auch richtig gut dazu passt. So, die mache ich jetzt erstmal so rein. Und die mache ich erstmal so. Die vercheckt man dann natürlich.
Und dann fahren wir jetzt noch kurz gemeinsam über die Brücke bis zum nächsten Spot, wo ich anhalte. Wie gesagt, uns fehlt jetzt hier halt noch die Tür, ne? So, hier sind wir. Ab geht's. Ich gucke natürlich immer mit dem Augenwinkel darüber. Weil ich nehme schon an, dass wir früher oder später nochmal einen Volkswagen irgendwo stehen sehen. Das ist genau das richtige Auto dann fürs verstrahlte Gebiet. Und dann müssen wir natürlich noch ein paar poppige Klamotten finden, ne? Auf jeden Fall, wir werden ja den Anzug drüber haben, also von daher, aber es ist einfach vom Feeling her für mich. Wir werden auf jeden Fall unseren Regenkittel dann endlich mal wieder anziehen. Der ist ja auch schön gelb leuchtend. So, weiß jetzt nicht, wie lange es noch dauert bis zum Airdrop. Ich guck mal, ob ich ihn verpasst habe. Nee. Würde ich sagen, wenn wir jetzt hier drüben sind, da käme eine Polizei, da gibt es eine Tankstelle. Wenn, dann würde ich oben tanken in B2 vielleicht, weil der Sprit reicht hier eine ganze Weile. Ja, ich fahre mal Richtung B2. Entweder hole ich euch an der Tanke ab oder zum Airdrop. Unser Airdrop ist da. Und zwar kommt er hier irgendwo runter. Und da drüben ist eine Tankstelle. 10 Minuten haben wir Zeit. Ich würde sagen, wir gehen schon mal tanken, bevor ich eine Blende mache. Und dann positionieren wir uns hier schön. Ne? Jetzt muss ich mal genau gucken. Okay, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ne, das passt. Die macht ja dann hier eine Schleife, ne? Aber da kann ich ja nochmal hier abkürzen. Ey, das Auto macht so Laune. Es macht halt so Laune. Sehr praktisch. Das heißt, da haben wir gleich getankt, dann haben wir den Airdrop und dann fahren wir weiter. Es gibt auch in C2, wenn wir uns aufhalten, morgen Bunker, Händler und auch nochmal eine kleine Siedlung mit einer Polizeistation wäre dort. Für den Fall der Fälle, dass wir die noch mit reinnehmen. Weil wir wollen ja das Auto auch noch aufwerten, ne? So, hier tanke ich kurz. Böckle sehe ich gerade keins. Und ab. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Wir haben noch massiv Zeit, bis der runterkommt. Die Meldung kam nämlich gerade ganz frisch rein. Aber ist egal, dann positioniere ich mich schon mal. Vielleicht hole ich die AK heute dazu. Wenn wir jetzt hier mitten auf dem Feld sind, können wir ja auch mal mit der wieder ein bisschen schießen. So, ja, fahren wir kurz hoch, richten uns so weit her, dann blende ich uns, bis er runterkommt und dann machen wir das bisschen. Wer weiß, was drin ist. Schubdubidu, mir gefällt das richtig. Was meinst du, wie das nachher cool kommt vom Styling, wenn wir im richtigen Gebiet sind mit dem Auto, ne? Und ich muss irgendwann die Tage auf jeden Fall den Umbau machen an meiner Terrasse plus... Oh, okay, dann wissen wir doch schon mal, wo sie runterkommen, oder? Was jetzt richtig geil wäre... Der ist zwar noch nicht mal auf dem Weg, aber die Zombies sind schon da, ne? Oh. Die hätte ich aber wahrscheinlich auch mit dem Bogen geschafft. 1, 2, 3, 4 Stück. 8 Stück sind es, glaube ich, dann, ne? Ich glaube, die sieht nicht, wo ich bin. Dann bleibe ich das schon mal hier, oder? Ich glaube nicht, dass noch neue reinkommen. Was ist mit ihm? Oh. Ja gut, es dauert aber noch 5 Minuten, bis er da ist tatsächlich. Jetzt muss ich das Magazin wieder füllen, ne? Ah, der war nix. Hey, so siehst du es natürlich super schön, wo die runterkommen. Ne, genau hier haben dich die Zombies jetzt gerade mit dem Auto zusammengepult, wenn du willst. Gut. Dann lass uns schon mal alles richten. Das haben wir ja auch schon ewig nicht mehr zusammen gemacht. Ne? Ich muss gucken, dass ich genug Dietrich habe. Schraubendreher, mindestens 6 Stück von jedem. Das ist natürlich auch geil jetzt. Brauche ich hier gar nicht wegfahren.
So, mein Freund, jetzt pass auf, ganz kurz einmal für mich. Ich habe auch schon geguckt, ich habe alles zusammengeräumt, dass wir die vierte Kiste hier noch reinkriegen, die wir holen müssen. Das ist die Kiste der Kisten, das ist die. Und das war eine Gruschelkiste hier, ne? Das heißt, im Moment habe ich keine wirkliche Verkaufskiste. Ja gut, aber ist jetzt auch nicht so wild. Schmeiße ich die Sachen einfach mal hier oben kurz rein, dass wir die nachher zusammen haben. Dann würde ich sagen, Essen, Trinken, pack mal hier irgendwo rein. Na, ist das schon mal erledigt? Schraubendreher haben wir genug. Dietriche haben wir hier noch drei. Warte, ich gucke erstmal durch. Das ist klar. Was waren das? Drei. Dann haben wir hier vier. Vier. Hier haben wir keine angefangenen mehr, ne? Die brauchen wir jetzt doch nicht mehr rausholen, wie ich gedacht habe. Hier ist er, Bömble. Hier ist er. 9 mm, genau danach wollte ich gucken. Leuchtspur ist erstmal egal. Wir nehmen nur mal die 9 mm, dass ich das Magazin nachgefüllt bekomme. Ja, das war's schon. Das war's schon in groben Zügen. Ganz oben hätte ich gerne die Kiste der Kisten. Dann die, dann die. Und ich würde behaupten, du könntest das so machen, Digga. Unsere Waffen, ne? Einer hat einen Finger, einer hat ein Ohr. So, die haben wir wieder hergerichtet, wie es sein soll. Und jetzt müsste ein Magazin drin sein, wo angefangen ist. Dieses hier. So, dann machen wir das gleich wieder voll. Dann sind wir schon hergerichtet für den Bunker morgen. Bunker morgen, wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, diesen Anzug zu bekommen. Aber da wir auch verkaufen wollen, würde ich schon schauen, dass wir die Lockerschränke mitmachen. Schränke, die Shrinks. Ich prüfe dann nochmal, was ich hier so reparieren muss und so. Das kann ich ja alles morgen in gemütlicher Ruhe machen. Ne? So, Bambi, das machst du hier. Das machst du hier. Aber wenn wir eh gerade noch Zeit haben, also 3 Minuten haben wir, ich mache trotzdem eine Blende natürlich. Wir könnten theoretisch kurz das Katana schon mal aufbauen, bevor ich es dann irgendwann verliere. Ne? So. Das Katana ist gerichtet. Was macht denn unser Messer eigentlich? Habe ich das liegen lassen irgendwo? Ne, ist da unten, aber das hat noch 100%. So, jetzt warten wir auf den Loot-Job, Leute. Dann ist das Thema schon erledigt. Falls jetzt nochmal wer kommt, ich meine, das haben wir ja jetzt gesehen, das kriegen wir hin. Ah, er kommt angeflogen. Er kommt angeflogen. Wir sind halt noch nicht wirklich weit, aber ich würde sagen, dass ich dann echt durchfahre. Dass ich durchfahre. Ich muss mal gucken dann, ob wir vielleicht gleich zum Händler gehen und von dort aus starten morgen. Auf der anderen Seite, wenn wir hier reinfahren, hier ist, glaube ich, eine Polizei. Dass wir vielleicht morgen herfahren, die Polizei machen, dass wir ein bisschen reinkommen und dann fahren wir zum Bunker rüber. Aber das entscheide ich morgen, ob direkt Bunker, ne? Jetzt machen wir erstmal hier gemütlich. Ich will ja auch noch die Tür finden. Da hätte ich schon auch noch Bock drauf. So, ich glaube nicht, dass welche nachkommen, ne? Bömble. Maximal die Dreier-Kollegen, die sonst immer kommen. Gut, wenn, dann werden wir es mitkriegen. Ich habe die jetzt auch mal gelootet, dass man einfach die Ruhmespunkte. Hat es ja gerade gerappelt. Wir fahren hin. Wir fahren einfach hin, Digga. Nichts draußen liegen lassen. Bisschen Bargeld habe ich den Zombies abgenommen. Ich sehe keinen mehr. Ich glaube, die haben wir echt alle zusammengezogen. Auf die Art war es natürlich cool, aber hier ist auch schön übersichtlich gewesen, gell? Der steht ja wie mal, ne? Und ab dafür. Schwitzen tut er halt, der Bömbe. Scheiße, ich hasse den Dietrich, ohne Witz. Jetzt muss ich noch einen bauen. Handschuhe lasse ich jetzt an, dann. Oh, geil, kleinen 40er Schraubendreher, 9. Sind wir versorgt, bis die Staffel rum ist mit Schraubendreher, glaube ich. Daheim haben wir auch noch welche. Okay, aber ich glaube, das Spiel hat uns hier gerade unser Set beschert fürs verstrahlte Gebiet, Leute. Ja, den können wir ja theoretisch auch verkaufen, ne? Wanderrucksack. Digga, nicht so hassig. Ja, du hast die ganz extremen Handschuhe, glaube ich, jetzt an. Ja, heute liegt es an den Handschuhen.
Ja, warum nicht? Oder wir machen doch nochmal eine Polizei. Obwohl, wenn wir den Bunker vielleicht sauber ausräumen, ne? Wenn wir den Bunker sauber ausräumen, dann kriegen wir wahrscheinlich die besten Waren. Ja, der ist nicht so geil gefüllt. Da hat man schon geilere. Verschlossen. Habe ich zwei Dietriche versaut, gell? Also up and away. Dietrich Juchey. Vielleicht behalten wir den roten Rucksack aber auch einfach. Oh, heute bin ich schlecht. Heute ziehe ich sie doch mal aus. Normalerweise komme ich damit ganz gut zurecht. So, Hand weg. Vor allem, wenn du in 3 Sekunden, glaube ich, diese Schränke machen musst, dann haben wir ein Problem, ne? Da muss ich einiges üben. Ich glaube, die kenne ich noch nicht einmal. Ah, ist ein ganz normales Gewehr. Ganz normales Gewehr ist es auch nicht, ne? Die Over and Under Configuration, doppelläufige Schrotflinte mit einfachem Abzug. Aha. Aber eine doppelläufige. Ja, wir kriegen das schon hin. Zack, neue Katana, Leute. Das bringt uns auf jeden Fall Geld. Ich glaube, ich habe alles ausgeräumt. Zeitlich sind wir gut. Können wir direkt weiter. Jo. Den Zombie-Spawn vom Loot-Job, den haben wir erledigt. So, und da wir die Holzkiste noch nicht haben, schmeiße ich das jetzt einfach hier mal kurz hin. Also jetzt pass auf, das machen wir jetzt ganz kurz klar. Das wird ein Teil von Bömbler seinem neuen Set. Die würde ich behalten. Die können wir vielleicht mitverkaufen. Die nehme ich eh nie. Das probieren wir jetzt nicht, oder? Wollen wir das jetzt gleich probieren? Ich mache es mal hier mit rein. Im Moment wäre das hier die Option. Oder unsere lilanen Stiefel wegen Farbexplosion. Oh, weißt du was? Da hätte ich jetzt aber gerade schon Bock drauf, dass wir das einfach schon mal wechseln. So. Die ist halt einfach. Die ist halt einfach eine gute Box. Obwohl jetzt gerade ausgerechnet heute, ne, wo wir ins Schneegebiet fahren, Leute. Hier, das wäre so momentan die Idee. Das oder die kurze Box und das wären die Schuhe, die wir momentan zur Auswahl haben. Und das Partyhütle wahrscheinlich dann. Ja, wir schauen, wir schauen. So, einmal Fupp und Fupp. Das war's. Hier können wir weg. Beim Blaster hat irgendwas liegen lassen? Nee. Deine Waffen hast du. Alles klar. Jetzt überlege ich gerade, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Oder wir machen die Polizei gleich. Dann würde ich jetzt hochfahren. Wir tanken dann nochmal unterwegs, kurze Bömpel und ich, an unserer Tankstelle hier. Und dann hole ich euch hier, dann machen wir die Polizei noch mit. Komm, wir machen die Polizei noch mit. Loot kannst du nie genug haben. Ich fahre jetzt nach Norden auf die Hauptstraße. Da mache ich jetzt einfach mal eine Abkürzung. Okay, da komme ich nicht über die Leitplanke. Ja, wir sehen uns oben bei der Polizei im Schneegebiet. Sollte es jemals eine Apokalypse geben in der echten Welt, ja? Und ihr seid im Wald unterwegs, beim Jagen, guckt, wie ihr überlebt und das Teil hier kommt vorbei, dann winkt, Leute. Braucht ihr keine Angst haben, dann winkt einfach, das bin dann ich. Ich schließe mich dann euch an. Ich habe gedacht, ich kann mal ganz kurze Abkürzung fahren. Das weiß ich jetzt gar nicht, was da kommt. Mitten durch den Wald. Es ist eins der größten Waldgebiete, glaube ich, die wir haben, ne? Ich komme gar nicht mehr raus. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie extrem auffällig unser Böckli hier ist. Möglicherweise das Spannendste, was heute noch passiert. Ich bin bei meiner letzten Abkürzung leider nicht über die Leitplanke gekommen und hier komme ich nicht durch. Ich probiere es nochmal, ganz vorsichtig. Nee. Das heißt, ich muss jetzt... Der Bömbler hat gesagt, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir wissen nur noch nicht genau wie. Irgendwo brauche ich eine kleine Schanze jetzt. Ich fahre jetzt nicht wieder bis runter halt, weißt du. Ich glaube, ich schanze hier kurz drüber und hoffe, dass das Auto nicht explodiert. Dann muss ich es halt nochmal reparieren. Jetzt hänge ich hier fest.
Ja, über das, wenn ich drüber schanze, das kleine Stückle, das dürfte gehen. Beziehungsweise schaffe ich es vielleicht nächste hoch? Ja, das weiß ich nicht, ob ich da. Aber das ist alles so steinig, ne? Hier schaffe ich es eher nicht. Es darf nur nicht so super hoch sein. Guck mal, wenn ich hier so. Ne, das wird nichts. Ja, ich weiß, es macht nur keinen Sinn. Scheiße, Leute. Ich bin echt eine super lange Strecke jetzt hier am Ding gefahren. Aber ich will diesen Sprung natürlich nicht alleine managen. Das sollt ihr schon dabei sein. Hier komme ich doch hoch. Also mit dem Rager hätte ich es geschafft. Ich weiß nicht, ob der so viel Power hat, aber das... Die Knutschkugel hat sich schon rentiert. Das ist ein super robustes Auto. Was das jetzt hängen geblieben ist auf dem kleinen Stückle Weg, wäre der Rager, glaube ich, schon mehr kaputt. Kann aber auch Einbildung sein, aber ich habe das Gefühl, die sind echt super robust hier, die Jungs. Ist das die Straßenbefestigung? Oh, da ist auch noch eine Mauer. Aber irgendwo wird doch eine Schanze sein jetzt. Michael, in deinem Namen wollen wir hier eine Abkürzung fahren. Ich kürze nicht mehr ab. Ich kürze nicht mehr ab. Oh, Alter, das ist eine komplette Umfriedung, komplett. Ich probiere das. Ich muss mal weiterfahren. Jetzt fahren wir mal zusammen. Ich mache mal Licht an, solange wir noch eins haben. Das muss ich halt gleich reparieren. Beim Rager ist nämlich so genau das Licht kaputt gegangen. Kann auch sein, dass das gar nichts wird, was ich hier mache jetzt, ne? Ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden. Hier und da oben ist auch schon die Polizei. Also wenn wir hier drüber kämen, wäre es gut. Ich kann die ja schubsen, ne? Böbel schubst das Auto darüber und dann ist gut. Und dann machen wir kleine Reparatur. Vorwärts stupsen. Das kann halt auch nur der Bömble. Im Real Life wäre das jetzt dann nicht möglich gewesen. So, lass mal kurz reingucken. Hattest du nicht noch ein Reparaturkit? Einmal in die Hand. Wenigstens die Lichter, dass wir die nicht kaputt gehen. Front. Hat das jetzt weggebaut? Ja, mach's Chassis auch gleich klar. Kurz Licht ausgebaut, ne? Front. Okay, die haben nichts, die Lichter. Ich glaube, die haben... Es kann natürlich sein, dass die hier tiefer drin liegen wie beim Rager, ne? Aber die Stoßstange noch kurz. Und weiter geht's. Schmeiße ich jetzt alles mal hier so rein. Und dann fahren wir noch kurz hoch. Wir können ja wenigstens gucken, ne? Reicht das schon oder muss ich nochmal stupsen? Nee, was rede ich? Wembley macht das. So, schöne Geschichte. Also nicht ganz so schön, aber ich dachte, ich nehme euch mal dazu, dass ihr seht, dass auch wenn ich unterwegs bin, immer mal was schief gehen kann. Auch in den Blenden bist du nicht davor. Ja, guck mal, ich sehe die Polizei schon. Machen wir das Licht aus, bevor die Batterie dann... Rucksack ist leer, Dietriche und Schraubendreher habe ich am Mann. Ich check mal kurz. Ja, die ist noch voll. Jetzt sollte man dann die lange Hose wieder anziehen, ne? Wenigstens haben wir wieder eine kurze. Das ist das Polizeigebäude, oder? Was eventuell explodieren können. Nicht, dass die Volkswagen-Tür da ist. Ein Sitz und ein Reifen. Rager-Reifen. Kann ich nicht da hinten kurz hochbämble? Guck mal. Wenigstens die Schränke, die verschlossenen, würde ich noch aufmachen. Immer wieder von oben rein, das hat doch ganz gut geklappt, ne? Hm.
Säckel. Ist da noch einer oder nur der auf dem Dach? Ich höre noch einen. Gut. Die kriegen dann einen Affenspeed drauf zwischendrin, gell? Ja, aber ich glaube, das war's. Dann können wir auch unten rein. Maximal oben der noch. Locker Room ist leer. Ich fange trotzdem gern oben an, habe ich gerade gemerkt. Hier gucke ich ja grundsätzlich immer rein. Ich sehe ihn nicht. Magazin, schon mal das erste. Haben wir den zweiten Rucksack da eigentlich mitgenommen? Den wir gefunden haben, den roten. Ja, ne, da war es Katana drin. So. Dann würde ich aber jetzt sagen, dass wir morgen vielleicht direkt zum Bunker gehen. Und wenn wir da heil rauskommen, dann gönnen wir uns die Fahrt zum Händler, verkaufen alles. Schauen mal, wie viel Knete wir haben, ob wir das Auto schon richten können. Und fahren dann die Holzkiste holen, so in der Reihenfolge grob. Hat der Bömpel seine Handschuhe weg? Das zeigt jetzt nichts an, ne? Mir kommt es schwieriger vor als vorher. Ich kann euch nur nicht sagen, warum. Ne, hat keine Handschuhe an, ich weiß noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, ob er seine Handschuhe... Doch, da sind sie. So muss es dann laufen an dem einen Schränkle. MP5 SD. Okay, wir haben die MP5K, die wahrscheinlich kurze Version. Das hier wird die sein mit Schulterding, ne? Ey, ich will halt nicht auskennen, aber ich schwalle halt mal. Ein bisschen aber. Die nehme ich mir vielleicht mit fürs Ding, Leute. Für unser neues Set, für unser verstrahltes C0 Set. So. Ja, Militärkompass haben wir jetzt auch schon einige. Bömble, wird's dunkel? Ist ja grauslich. So, liegt nichts mehr draußen. Waffen und so habe ich am Start. Die Matratzen machen wir heute nicht. Wir gehen nur die Schränke machen. Und oben. Warum bist denn du in der Kampfhaltung? Sicherheitshalber, das sagt er. Man weiß nie. Vielleicht wird aber auch dieser Hut unser nächstes großes Ding. Muni nehmen wir mit natürlich. Und wenn wir sie nur verkaufen. Die brauchst du jetzt nicht unbedingt, ja. So, hier sind wir durch. Einmal runter. Katana, ich habe irgendwie was schnaufen gehört. Man weiß als nie. Ja du, ich glaube, es wird dunkel, Leute. Ja, aber das ist ja eigentlich wurscht morgen, weil im Bunker ist eh egal, ne? Bunker ist es eh wurscht. Da können wir ja dann auch mit dem Auto hinfahren, leuchten einmal kurz aus. Ich weiß auch noch ungefähr, glaube ich. Also den kenne ich, glaube ich. Wie wir reinkommen. Wobei ich halt nicht weiß, ob die neue Laufwege haben, die neuen Mechs. Ne? Guck mal, heute klemmt es an einigen Stellen. Ja, gerade noch. Die Viper. Und Muni. Jetzt haben wir noch den großen, glaube ich, drüben. Da müssen wir noch kurz rüber. Natürlich gucke ich wieder, ob ich einen Kaffee bekomme. Natürlich nicht.
So, und hier war eine Ammo-Box immer. Und die letzten Schränke. 1, 2, 3. 3 Dietriche brauche ich, glaube ich, noch. Ja gut, es gibt auch noch mal so 5000. Guck mal, haben sie sich Cracker hier reingemacht. So, 4 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Die packe ich gleich hier rein. Dann haben wir die auch schon wieder frisch. Ne, war eine schöne Runde. Und wir sind im Zielgebiet. Morgen Bunker, wird es wieder ein bisschen spannender. Dann verkaufen, Kiste holen, Auto stäken. Und dann müssen wir da einmal unsere verseuchten Kiste richten. Gucken, was haben wir alles. Ein bisschen abschätzen, ob es uns reichen wird. Und dann würde ich einen Ausflug machen ins verseuchte Gebiet. Dieses Mal dann richtig. Nicht von weitem nur reinschauen. Wie gesagt, Seife brauchen wir zum Waschen. Melone kaufen wir uns dann vorher beim Händler bei uns. Oder jetzt hier im Schneegebiet vielleicht. Müssen wir mal gucken, wie wir drauf sind. Der Einsatzhelm ist der Polizeihelm, ne? Brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß, der gibt bestimmt auch Geld. Er gibt bestimmt auch Geld. Ich nehme mal mit. Die Farbe gefällt mir halt nicht so. So. Rentabel, würde ich sagen. Die Geschichte haben wir. Hier kann man noch kurz reinlinsen. Streichhölzer. Zahnstocher. Zahnstocher waren da wieder. Ninja-Stin nehme ich mal mit. Der hat, glaube ich, auch Fufi gebracht, bestimmt. Muni lasst man normalerweise nicht liegen. So, perfekt. Mein Katana habe ich noch. Das sieht gut aus. Hau mal ab. Hau mal ab, morgen Bunker. Das heißt, ich sortiere nochmal unseren Loot, dass die Tasche schön leer ist. Feldflasche ist auch gefüllt. Ein MRE-Package haben wir noch, das essen wir dann morgen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Reise bis jetzt eigentlich ganz erfolgreich gemeistert. Denk mal, durch den Verkauf von allem, was wir jetzt haben, sind wir knapp wieder bei 10 Mille. Nur die Tür haben wir noch keine gefunden. Komm, wir kurven hier noch ganz kurz die Sträßlein ab. Da oben haben wir ja geschaut, da war ja nichts. Hier ist bestimmt auch ein Autospawner. Ja, Leica. Aber keine mit Motor. Also, dann sehen wir uns morgen im Bereich vom Bunker. Ich würde jetzt auch sagen, egal ob es dann Nacht ist oder nicht, wir steigen da auf jeden Fall morgen ein. Unten drin ist ist ja nicht heller, wenn es Tag ist, ne? Und zur Not habe ich das Nachtsichtgerät dabei. Freue mich drauf, bin sehr gespannt, wie wir es meistern werden. Bis dann. Ich bin's nochmal kurz. Ich wollte gerade das Licht ausmachen. Ich glaube, der Bömbler hat es falsch verdrahtet, oder? Kann das sein, guck mal? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Irgendwas stimmt da, dann ist es hinten auch. Nee. Irgendwie. Hallo, ich bin's. Also es ist wirklich unser verseuchtes Auto. So, ich baue es jetzt mal kurz aus und wieder ein. Ich denke mal, dann hat es sich erledigt. Bis dann.